Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Testvideo hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr auch diesmal wieder dabei seid und euch mein neuestes Video anschaut, denn heute gibt es nochmal etwas von der Firma Heimatgut bei mir, und zwar das hier. Wir haben die Sweet Chili Handcooked Chips, jawohl. Wir haben schon von Hand im Kessel gekochte Chips, knusprig mit extrem dicken Scheiben. Ja, so wird das Ganze hier noch im Internet beworben. Wir haben eine 125 Gramm Packung bezahlt, habe ich dafür 3,50 Euro. Und gekauft habe ich diese Sorte im Hitmarkt. Gut, dann schauen wir mal, ob der hohe Preis gerechtfertigt ist. Wir fangen wie immer sofort an, denn ihr wisst genau, auf meinem Kanal geht es nur um eins. Und das ist und bleibt der Geschmack. Also wie immer, auf damit und raus damit. So, extra dick kann ich jetzt schon mal nicht erkennen. Egal. Okay, ich bereite den Testteller vor und dann probieren wir sie. So, der Testteller ist vorbereitet. Wir werden unsere Chips jetzt mal probieren. Und ihr wisst, ich habe eine eigene Schärfetabelle, die geht von 1 bis 10, wobei 1 für mega low und 10 für mega hot steht. Also das Schärfste, was es hier zu erreichen gibt. Wenn ihr jetzt ein bisschen scharf seid, nehmen wir die dann natürlich auf. Okay, dann geht's los. Wir schauen uns unsere Chips natürlich nochmal an, bevor wir sie probieren. So schauen sie aus. Ja, schön dunkel. Eine gute Würzung kann man hier auf jeden Fall schon erkennen. Ja, wie gesagt, extra dick. Jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber ja, ich glaube, die wurden noch in der Schale geröstet. Alles klar. So, ich probiere mal. Großmäßig, ja, neutral. Also sind auf jeden Fall schön crunchig. Das steht schon mal fest. Auch gut gewürzt, schön salzig. Ja, schärfemäßig würde ich sagen, hätte es noch ein bisschen schärfer sein können. Ich nehme mal noch einen. Also sie brennen auf jeden Fall ganz, ganz leicht nur. Die kriegen bei mir eine 0,5 auf meiner Schärfetabelle. Ja, mehr ist es nicht. Ist ja auch nur Sweet Chili. Also, ja. Ich denke auch nicht, dass man hier vorhatte, besonders scharfe Chips zu kreieren. Ja, ansonsten geschmacklich aber auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Und wie gesagt, hier mag ich den Crunch. Richtig schön bissfest und haben auf jeden Fall einen sehr, sehr leckeren Kartoffelgeschmack. Ja doch, sind auf jeden Fall richtig gut. Ja, preislich auf jeden Fall relativ teuer, aber sind auch vegan, glutenfrei und Bio-Chips. Also ja, kann man auf jeden Fall mal machen. Okay, dann zeige ich euch jetzt nochmal die Verpackung von der Rückseite mit den Zutaten und den Nährwerten. Dann gibt es schon meine Bewertung. Ja, von mir gibt es den Doppeldaumen nach oben für die Heimatgut. Sweet Chili Handcooked Chips, auf jeden Fall eine sehr leckere Chips-Sorte. Ob ich mir die jetzt nochmal kaufen würde, weiß ich nicht. Es gibt ja so viele Chips-Marken mittlerweile, aber die sind auf jeden Fall ziemlich weit oben mit dabei. Wie gesagt, eine ganz, ganz leichte Schärfe. Und ja, super Geschmack auf jeden Fall. Kann ich euch empfehlen. Okay, dann war es das schon wieder mit meinem kleinen Testvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wie immer, lasst mir einen Daumen nach oben da. Ihr könnt natürlich auch gerne meinen Kanal kostenfrei abonnieren. Und natürlich auch morgen wieder bei mir reinschauen. Morgen gibt es schon den nächsten Test. Ich freue mich auf euch. Gut, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Video, sagt euer Atzenberger.